Hallo, ich bin Lukas, 16 Jahre alt und spiele Schlagzeug. Hallo, ich bin Ilana, ich bin 16 Jahre alt und spiele Geige. Hallo, ich bin Patrick, ich bin 17 Jahre alt und ich bin Vocals. Hallöchen, ich bin Benedikt und spiele Ich geh schlafen. Hallo, ich heiße Jule, bin 16 Jahre alt und spiele Ebers. Moin, ich bin Kevin, ich bin 17 Jahre alt und spiele E-Gitarre. Und wir sind... Kevin! Wir waren im Backstage-Bereich und wir hatten keinen Plan und dann waren wir so, oh, was haben wir, brauchen noch einen Namen. Und dann habe ich halt einfach an dem Tag ein T-Shirt getragen von Deadpool, das war auch noch, wo ich keine Maske trug. Und an meiner Lederjacke war mein Pac-Man-Anhänger und dann haben wir einfach Dead und Pac miteinander verbunden. Und so einfach ist das dann entstanden. So sind wir dann 2 Minuten vor unserem Auftritt auf die Bühne gegangen. Hey, wir haben jetzt einen Namen. Voll stolz. Und so. Letzte Woche war der Jam. Das war. Wir dachten schon, das wäre cool. Auch allein das Erlebnis. Wir waren so, auch wenn es nicht klappt. Mensch, wir haben in Hannover gespielt. Ist ja eigentlich, genau, es ist eigentlich schon mal nicht nur Celle in der Krise, sondern es ist dann auch mal Hannover gewesen. Das war schon ganz cool und wir haben da auch teilgenommen, wurden da schon angenommen. Ja, es gab 2 wirklich gute Bands, das muss man einfach so sagen. Es gab mehrere. Also, es gab, waren 2 The Voice-Teilnehmer, also es ist momentan so eine Sendung, der Fernsehlauf dabei, und ein dein Song-Finalist von 2016. Also ich fand alle 10 waren cool. Ja. Also wir hatten, kurz gesagt, wir haben schon, dass wir den ersten Platz dann belegen, das haben wir tatsächlich nicht gedacht. Das haben wir nicht realisiert gehabt. Ja, das war, ja, wir waren, und es war so Deadpack und wir waren so, Moment, was sind wir hier? Und alle aufgesprungen und hatten uns in den Armen. Das war echt ein krass cooles Erlebnis. Ich war nicht mal in der Gruppe da. Ich muss die erstmal finden, bis der Scheinwerfer auf die geschrieben hat. Kann ich nicht zu hören. Genau, und jetzt sind wir halt im Online-Voting. Was jetzt in der Sprache. Und da könnt ihr alle fleißig einmal pro Tag mit jedem Mobil-Fan-Tering. Und wenn wir da jetzt genügend Stimmen bekommen, sind wir im Finale. Ja, genau. Wieder auf dem Musikmesse. Und wenn wir das gewinnen würden, dann würden wir auf Hurricane gehen. Das ist aussehen.